Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns die Stadt von Slink an, nämlich Aquileia. Wie kommt ihr dahin? Ganz einfach slash warp Nordosten und dann 100 Blöcke Richtung Norden laufen. Ich gehe da jetzt schnell hin. Aquileia ist eine Stadt, die unter römischem Schutz steht und deren Bauwerke in griechisch-römischer Art gebaut sind. Die Bewohner glauben an die römischen Götter und genießen die römische Zivilisation. Und in dieser Stadt gibt es neben dem Shop auch ein Orakel, ein Kolosseum, das sieht man natürlich hier schon ganz schön. In dem Kolosseum kann man ein paar Dinge angucken, die zeige ich Ihnen natürlich auch alle. Aber als allererstes gehen wir in den Shop, der ist nämlich direkt vor uns und das ist auch das erste, natürlich neben dem Kolosseum, was man sieht, wenn man die 100 Blöcke gelaufen ist. Der Shop gliedert sich in zwei Teile, wir haben einmal den Tiershop und den normalen Job mit Blöcken und so weiter. Als erstes schauen wir uns die Tierabteilung an, weil sowas gibt es nicht so oft. Ich kenne es zumindest noch nicht so oft. Und ich finde, der Shop ist super gemacht, weil erstmal sieht man hier die ganzen Pferde, die man übrigens hier kaufen kann. Man hat Geschwindigkeit und Sprungkraft. Es gibt sogar Herzanzeige und natürlich den Preis. Wer sich für ein Pferd interessiert, der braucht natürlich neben ein paar Diamanten auch, ja, einen Sattel und einen Nametag, wenn man möchte, und natürlich eine Leine. Kann man hier alles kaufen. Über die Leine hätte ich mich neulich gefreut. Mittlerweile habe ich selber welche machen müssen. Aber gut. Der andere Teil des Shops ist, wie gesagt, der Baushop. Hier bekommt man Blöcke in, ich würde sagen, hallo mein Freund, na, wie geht's dir? In 5000 verschiedenen Variationen da drüben. Hier gibt's Rüstung und Alter, ich will wissen, was das für ein Block ist. Was ist das hier? Ich will es haben, ich kaufe es. Ich kaufe es sofort. Kann man hier übrigens nicht kaufen. Aber dafür alles andere. Und das sieht echt gut aus. Das sind schöne Details, die gefallen mir. Ja, der andere Teil des Shops, wie ja schon erwähnt. Blöcke in allen Variationen. Ich wusste nicht mal, dass es so viele gibt teilweise, aber gut. Ist halt Minecraft, ne? Okay, und dann kann ich natürlich auch noch Kakaobohnen und Lapis und andere Sachen hier kaufen. Als nächstes und wahrscheinlich auch relativ offensichtliches sind die öffentlichen Villager und übrigens diese super coole Katze. Nein, Quatsch, gratis Kürbisse. Was kann man bei den netten Herren kaufen? Naja. Seht selbst. Eine Menge Wolle. Und der andere nette Typ, der gibt einen gerne Smaragde. Natürlich kann man auch Essen kaufen. Essen super Preise, finde ich. Übrigens, sehr nett. Es gibt hier tonnenweise gratis Kürbis und das ist mir, wie gesagt, wir sind schon mal ein paar entgegengeflogen. Dementsprechend habe ich schon ein paar einstecken. Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist das Zusammenspiel der Laterne mit dem Holz. Ich weiß, dass das ein Texturenpaket ist, aber es sieht auch ohne sehr, sehr gut aus. Was ich aber vorher noch nicht wusste, was es gibt, ist ein Orakel, das ist da drüben. Und es gibt hier eine Gottes Statue von Zeus bzw. Poseidon. Gefällt mir echt super. Der Tempel sieht auch echt gut aus. Aber kommen wir jetzt zu dem spannendsten Teil. Nämlich dem Orakel. Ich habe mir ehrlich gesagt gar keine Frage überlegt, aber ich denke, ich frage einfach nach dem Wetter. Es gibt nur eine Regel. Ist die Antwort falsch, ist nicht das Orakel schuld, sondern du hast die falsche Frage gestellt. Einmal Kohle einwerfen für die Antwort auf eine Ja-Nein-Frage. Wirf einen Smaragd ein und du bekommst eine Aufgabe. Wenn du die Aufgabe löst, lösen sich alle deine Probleme. Das klingt sehr, sehr nett. Das Ding ist, ich fahre halt Fahrrad zur Arbeit und nach Hause und dementsprechend wäre es ganz geil, wenn ich wüsste, ob es Montag regnet oder nicht. Ja,
Habe ich schon mal probiert, weil ich nicht wusste, wie es funktioniert, ehrlich gesagt. Aber das ist schön, dass es das regnet Montag. Das ist nicht schön, das ist überhaupt nicht schön. Keine Tiere? Aber jetzt zum Herzstück der Stadt, nämlich dem Kolosseum. Und da gibt es eine Menge drin zu sehen. Aber vorher gibt es ja noch diesen netten Typ, der einen Schatzkarten verkauft. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was das für eine Karte ist. Ich kenne das nicht, aber das sieht auf jeden Fall cool aus. Ich fange schon zu lachen wie er. Aber jetzt zum Kolosseum. Es gibt hier nämlich eine Kunstausstellung und eine Bannerausstellung. Und natürlich kann man noch ins Kolosseum gehen. Das machen wir auch gleich. Als erstes gehen wir in die Kunstausstellung, weil Kunst ist echt schön. Ich muss vorher mal anmerken, dass die Bilder nicht unbedingt zum Titel passen. Das ist aber nicht schlimm. Hier sehen wir den Dreiköppler von OVMC Pictures. Eine antike Tonvase. Der Wettkampf zwischen Athene und Archene. Arachne. Und ein Hexenkessel. Der passt schon besser, weil das ist eine Küche. So, als nächstes gehen wir dann in die Bannerabteilung und ich habe echt Respekt davor, weil ich kann das nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man die Dinger herstellt. Und die sehen so super aus. Ganz besonders die hier vorne. Die sind so super. Würde ich alle kaufen. Ich glaube, jetzt kommt das, worauf alle gewartet haben. Das Innere der Arena. Und ich finde das echt, echt schön. Ich bin auch ein bisschen Fan von dem Kolosseum und generell Römer und alles. Dementsprechend finde ich es doppelt super. Ich finde, sowas hat auf dem Server gefehlt und das haben wir jetzt hier. Natürlich kann man sich jetzt drüber streiten, ob das damals so eine schöne Zeit war, aber ich finde die Gebäude teilweise echt sehr beeindruckend und es ist super eingefangen worden hier. Hat sie den gut gemacht. Ja. Ich verabschiede mich mal von dem Video. Ich muss als abschiedende Worte noch sagen, dass es mir echt wieder Spaß gemacht hat und ich hoffe, ich enttäusche Link nicht mit dem Video und euch auch nicht. Ich fand's echt schön. Das ist echt eine schöne Stadt gewesen und ich finde so Kultur, das ist auf keinem Server fehl am Platz. Trotzdem bedanke ich mich fürs Zuschauen, weil nochmal ein schönes Feuerwerk. Weil das alles fürs Video war. Zeigt mir doch mit einem Like oder mit einer Bewertung oder schreibt einen Kommentar. Ich lese auch wirklich jeden Kommentar. Ob es euch gefallen hat. Ich bedanke mich. Ciao.